Die vollmundig versprochenen Novemberhilfen für die betroffenen Betriebe im Mittelstand und Handwerk zum Beispiel sind zum Teil immer noch nicht ausgezahlt. Liebe Landsleute, uns ist das Ding entglitten. Nein, nicht uns der AfD, sondern Frau Merkel und ihrem Corona-Kabinett. Sie kennen dieses Zitat von Angela Merkel aus einer internen Konferenzschalte? Und es geht weiter. Wir müssen noch strenger werden. Das ist der untaugliche Versuch nach dem Motto, wir sind bei 120 km/h aus der Kurve geflogen, jetzt versuchen wir es mal mit 180 km/h. Vielleicht klappt es ja dann. Und es ist doch eigentlich auch die Bankrotterklärung einer Politik, die mit den wirtschaftlichen Folgen der sogenannten Corona-Maßnahmen ihren vorläufigen, traurigen Höhepunkt findet. Zu den Fakten, liebe Landsleute. Vorgestern trat Bundeswirtschaftsminister Altmaier vor die Bundespressekonferenz und versuchte, sein Zurückrudern zu der Entwicklung des Wirtschaftswachstums in Deutschland schönzureden. Von 5,3 auf 3% für 2021. Und er setzt natürlich unausgesprochen voraus, dass erstens keine neuen Lockdown-Verschärfungen und Verlängerungen mehr kommen. Zweitens, die Unternehmen wieder optimistisch anspringen und mitziehen. Und zu den Problemen der Überbürokratisierung und der Überregulierung, unter denen der Mittelstand und das Handwerk leidet, äußert er sich mit nebulösen und schwammigen Rechtfertigungen. Die vollmundig versprochenen Novemberhilfen für die betroffenen Betriebe im Mittelstand und Handwerk zum Beispiel sind zum Teil immer noch nicht ausgezahlt. Es kann nicht angehen, dass die Lufthansa mit insgesamt 9 Milliarden Euro Finanzhilfen für die nächsten Jahre rechnen kann, dass Karstadt Kaufhof Soforthilfen in Höhe von 460 Millionen Euro bekommen. Dagegen steht unser Konzept für einen gesunden und erfolgreichen Wiederaufbau nach den verheerenden Corona-Maßnahmen. Erstens, die zugesagten Hilfen für Mittelstand und Handwerk müssen sofort fließen. Zweitens, wir müssen alle Instrumente, wie zum Beispiel das Steuerrecht, und die Finanzämter als bisher noch nicht berücksichtigte Möglichkeiten nutzen, um eine Pleitewelle im Mittelstand und Handwerk abzuwenden. Und dazu gehört beispielsweise drittens die Möglichkeit, die Verluste der Jahre 2020 und 2021 mit den Gewinnen der Jahre 2017 bis 2019 zu verrechnen. Viertens und vor allem noch einmal ganz grundsätzlich, wir müssen all den Kräften wieder Raum und Freiheit geben, ihr Potenzial zu entfalten, die Deutschland wieder nach vorne bringen können. Und nun noch eine Anmerkung in eigener Sache. Wollte Herr Seehofer nicht auch in dieser Woche eine Pressekonferenz abhalten zur Einschätzung der AfD als Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz? Wir warten darauf und sind weiterhin gespannt, liebe Freunde. Aber im Ernst, wir sehen dieser Entwicklung mit Gelassenheit entgegen, denn wir vertrauen unserem Rechtsstaat und unseren Gerichten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gutes Wochenende. Ihr Tino Chrupalla.